Der Gesundheitstag in Mödling, eine inzwischen traditionelle Veranstaltung. Auch heuer kamen wieder zahlreiche Besucher in die Europahalle. Das Schwerpunktthema diesmal: Demenz. Wir sehen hier also vom Hilfswerk bis zum Landespflegeheim, von der Caritas bis zu den Aktivitäten des Landes Tut Gut, die verschiedensten Initiativen, die einem helfen, gesund älter zu werden. Schwerpunkt ist heuer Demenz. Es gibt ja Krankheiten, die es ja noch vor 20, 30 Jahren in dieser Art und Weise nicht gegeben hat, weil die Lebenserwartung nicht so hoch war. Also Parkinson und Demenz gehört zu jenen Dingen, wo schon sehr, sehr viele nicht nur in Mödling, sondern darüber hinaus betroffen sind. Demenzerkrankungen ist, glaube ich, wirklich eine Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts. Und wir haben gesagt, es ist sicher wert, den Gesundheitstag diesem Thema zu widmen und eben auch aufzuzeigen, wie gut die Versorgung hier in Mödling nebst dem Landespflegeheim durch die zahlreichen Organisationen hier vertreten ist. Demenz, eine Krankheit, die ja viele, viele Jahre eigentlich totgeschwiegen wurde. Jetzt ist sie thematisiert und man sieht eigentlich, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und ich halte es für außerordentlich wichtig, dass hier Hilfe angeboten wird, vor allem den Angehörigen und die Menschen, die diese Demenzerkrankung haben. Die vielen Maßnahmen im Vorfeld, die es ermöglichen, die demenzielle Erkrankung hinauszuzögern, damit sie auch später merkbar und greifbar wird, das finde ich einfach hervorragend, wenn sich eine Gemeinde diesem Thema widmet. Was tun Sie persönlich für Ihre eigene Gesundheit? Naja, ich bin im Gastgewerbe und wenn man natürlich zu jedem Tisch muss, dann muss man sich schon einiges merken und das ist doch immer wieder jeden Tag auch ein Gehirnjogging. Ich betreibe ein bisschen Sport, gehe gern über grüne Wiesen und so 10, 12 Kilometer und das hält mich ein wenig fit. Ja, heute ganz speziell, ich bin mit dem Fahrrad von Wien, von meinem Wohnort hierher geradelt, war fast eine Stunde. Ist angenehm. Ich bin kein Radfahrer, ich bin ein Zu-Fuß-Geher. Zu Fuß gehen, das ist das menschliche Maß der Geschwindigkeit.